Hammer der Ramadan, wo dazu dienen tut, seine Trieb und sein Ego zu bändigen, sinnvoll genutzt. Hammer die Pläne, wo wir anfangs Ramadan uns vorgenommen haben, richtig umgesetzt. Liebe Brüder, liebe Schwestern und liebe Jugendliche, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Ihn bitten wir um Vergebung und ihm wenden wir uns in voller Ergebenheit zu. Wir bezeugen, dass es kein Gott gibt, außer ihm, dem einen. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Morgen ist der Ramadan, haben wir vor 3 Wochen gesagt. Und genau nachdem man langsam die Hürde überwunden hat und anfangen tut, es zu geniessen, muss man sich auch schon von ihm leider verabschieden. Wir kommen langsam dem Ende vom gesegneten Monat Ramadan näher. In vielerlei Hinsichten hat er uns Gutes und Allahs Segen gebracht. Wir hatten eine sehr außerordentliche Zeit mit ihm, voller Iman, voller Freude und voller Ruhe. Aus dem Grund möchte ich einen kurzen Rückblick auf den Ramadan und unser Fasten durchführen. Das Fasten erzieht unseren Körper und unser Ego. Jemand, der fastet, hält sich bis am Abend von Essen, Trinken und anderen Begierden fern. Er stellt für einen Monat seine schlechten Angewohnheiten ein. Er hütet seine Zunge vor Beleidigungen, Lügen und üblen Nachreden. Er streckt seine Hand nicht nach Verbotenem aus. Seine Füße tragen ihn nicht an verwerfliche Orte. Und genau an dieser Stelle sollte man sich selber die folgenden Fragen stellen. Haben wir den Ramadan, der dazu dienen tut, seine Trieb und sein Ego zu bändigen, sinnvoll genutzt? Haben wir die Pläne, die wir anfangs Ramadan uns vorgenommen haben, richtig umgesetzt? Haben wir uns selber gut erziehen können, sodass wir in einer besseren Lage sind als vor dem Ramadan? Und die wichtigste Frage ist, haben wir unsere Vergebung von Allah Ta'ala erhalten? Was für eine schwierige Frage, oder? Denn das Ziel vom Ramadan ist, dass du nach dem Ramadan direkt am nächsten Tag ein richtiger Kandidat für das Paradies wirst. Aus dem Grund liegt die eigentliche Schwierigkeit und Kunst darin, dass wir unsere Beziehung zur Moschee, unsere Beziehung zum Koran, unsere Beziehung zu unseren Brüdern und Schwestern, unseren Sicherzustand, unsere Entziehung vom Verbotenen, also all das Positive, was wir im Ramadan uns angeeignet haben, auch nach dem Monat Ramadan können weiterzuführen. Denn die eigentliche Regel lautet, dass was in dem Monat dazugelegt worden ist, darf am Ende keinesfalls wieder weggeworfen werden. Sondern auch wenn wenig Normalität dazu kommen kann, sollen die gesteigerte Spiritualität und die vermehrte Ibadas beibehalten werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir nicht nur im Monat Ramadan, sondern auch danach eine Abrechnung mit unserem Nefs durchführen. Also all deine Verantwortungen, dein Iman, deine Handlungen und vor allem dein Daseinsgrund musst du auswerten. Denn die gelegentliche Abrechnung mit dem Nefs ist für das Glück auf der Welt sowie im Jenseits unumgänglich. Bei dieser Abrechnung soll das Gewicht auf begangene Sünden liegen. Es sollen die Gründe, die zu diesen Sünden geführt haben, untersucht werden. Man soll wissen, dass die Gründe für die Sünden im Vergessen vom Jenseits, in der Zuwendung zu den Klüsten, in der Zeitverschwendung und in der Abwendung von den Vers Allahs liegen tun. Es soll immer bedacht werden, dass Allah jedes Verhalten von uns überwacht und uns eines Tages für jede kleine Tat zur Verantwortung ziehen wird. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ermahnte uns diesbezüglich und hat gesagt, ein kluger Mensch rechnet mit seinem Nefs ab und strengt sich für das Jenseits an.
Ein schwacher Mensch hingegen verfällt seinem Nefs und bittet Allah um Unmögliches. Der folgende Gedanke soll uns immer begleiten, liebe Brüder und Schwestern. Wenn euch der Tod in dem Augenblick jetzt einnimmt, werden wir mit unseren Taten Rechenschaft bei Allah ablegen können. Die Beantwortung dieser Frage ist echt schwierig und nur im Falle von einer Abrechnung mit uns selber können wir eine Antwort auf die Frage finden und dementsprechend Vorbereitungen treffen. Auch wenn der Ramadan sich von uns verabschiedet, der Islam und der Koran sind immer noch da. Nimm sie als deine engen Begleiter. Orientiere dich weiterhin nach dem besten Vorbild, und zwar nach unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinngemäß heißt es im Koran: Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild, und zwar für jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allah viel gedenkt. Wer sich mit seinem Verstand, seinen Gedanken und seinem Herz im Garten von unserem Propheten aufhalten tut, wird davon auch profitieren und wird selber den Geruch weitergeben, sodass andere davon auch profitieren können. Aus dem Grund soll deine Beziehung zum Garten von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam stark sein, sodass deine Umgebung auch dadurch von dir profitiert. Ein Krug lässt auch nur das durch, was er in sich tragen tut. Folgende Ratschläge möchte ich dir zum Schluss noch mitgeben, liebe Brüder und liebe Schwestern. Der Weg zum Allahs Wohlgefallen geht durch die Gebet. Damit die Gebet verdientermaßen verrichtet werden können, muss zuerst der Wert begriffen werden, also mit richtigem Bewusstsein handeln. Und damit der Wert richtig erkannt werden kann, muss der Verstand, die Gedanken und das Herz und die Taten von sinnlosen und unnötigen Beschäftigungen befreit werden. Wir beenden den Monat mit der Absicht, weiterhin an bestimmte Zeiten zu fasten, zu beten und gut zu tun. Der Ramadan ist ein Monat der Veränderung, der uns eine spirituelle Reinigung ermöglichen soll, die für das ganze Jahr anhalten soll. Die Tugenden vom Fasten und von dem Gebet endet nicht mit dem Feiern vom Ramadan-Fest, liebe Brüder und Schwestern. Vielmehr soll es ein neues Kapitel für uns sein, wo wir die neuen und schönen Gewohnheiten fortsetzen können. Es ist vielleicht anstrengend, die Gewohnheiten nach dem Ramadan weiterzuführen. Aber jetzt weißt du zumindest, dass du im Stand bist, das Ganze durchzuführen. Wo der Wille ist, ist auch ein Weg. Einer von den grossen, früheren Gelehrten, Ibn Rajab, rahmatullahi alayh, hat diesbezüglich gesagt: Hüte dich davor, wieder in die Versklavung zu geraten, nachdem du befreit wurdest. Ich hoffe, liebe Brüder und Schwestern, dass mit Allahs Erlaubnis die Ramadan-Videoserie einen Anklang bei dir gefunden und dich zum Nachdenken gebracht hat. Die Bemühung liegt bei uns, und der Erfolg liegt bei Allah Ta'ala. Wir bitten Allah, uns dabei zu helfen, unseren Gottesdienst und unsere guten Taten auch nach dem Ramadan weiterzuführen. Vergiss nicht, dass zwar der Ramadan uns verlassen wird, aber dass derjenige, der den Monat erschaffen hat, uns niemals verlassen wird. Er ist der ewig Lebende und sein Lohn ist unvergänglich. Möge Allah Ta'ala mit euch und mit uns allen zufrieden sein. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.